Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. An den Schulen im Berliner Bezirk Neukölln kommt es immer häufiger zu religiös geprägtem Mobbing durch junge Muslime. Laut einer aktuellen Berliner Studie werden Schülerinnen von muslimischen Mitschülern beispielsweise häufig dazu gedrängt, ein Kopftuch zu tragen oder in der Fastenzeit zu fasten. Pädagogen beklagten zudem den wachsenden Einfluss von Koranschulen und Moscheegemeinden. Dadurch entferne man sich immer weiter von den Werten einer modernen Gesellschaft wie Selbstbestimmung, Offenheit und Gleichberechtigung. Der Pastor Matthias Haqneyyad ist am 30. Dezember aus der Haft im Iran entlassen worden. Das teilte die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte mit. Der Pastor der Evangelikalen Kirche des Iran war 2019 wegen seines christlichen Glaubens zu einer 5-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Seine jetzige Freilassung wurde vom obersten Gerichtshof veranlasst, weil die Verbindung zu einer Hauskirche allein keine Straftat gegen die nationale Sicherheit darstelle. Um Obdachlosen, Bedürftigen und einsamen Menschen zu helfen, ist seit einem Jahr ein Einsatzwagen der Heilsarmee in Chemnitz unterwegs. Der Heilsarmee-Kapitän Matthias Lindner spricht über die dahinterstehende Mission. Der Hauptpunkt ist wirklich zu sagen, erstmal eben Suppe auszugeben, Kaffee auszugeben, um dem Grundbedürfnis von Menschen zu begegnen. Aber wir wollen halt auch eben nicht nur dabei belassen, sondern wir wollen eben auch die Nächstenliebe Jesu gelebt weitergeben. Das heißt, wir bieten auch an Seelsorge in Zusammenarbeit mit anderen Trägern auch Sozialberatung, wo wir weiterhin vermitteln. Ziel der Heilsarmee sei es, den Menschen so nachhaltig zu helfen, dass sie selbst am Ende nicht mehr gebraucht werden. Corona habe die Lage der Obdachlosen und Bedürftigen deutlich verschlimmert, so Lindner. Eine Zweitimpfung ist meistens problematisch, weil zuverlässig zu sagen, wann bin ich wo, ist bei Obdachlosen und Bedürftigen auch nicht immer gegeben. Also das setzt die nochmal wirklich vor eine riesen Herausforderung. Die Heilsarmee wolle zeitnah einen zusätzlichen dritten Standort in Chemnitz finden, sofern die finanzielle und personelle Situation das zuließe, so Lindner. Das Projekt wird rein aus Spenden finanziert, die Mitarbeiter sind alle Ehrenamtliche. Die größten Erfolge hätte jedoch immer noch Gott zu verzeichnen. Soweit die IDEA TV-Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.